Willi? Was machst denn du hier? Mir ist langweilig. Okay. Aber weißt du, jetzt geht ja gleich unsere Show los. Mittwoch, 19:30 Uhr, kannst dich schön zurücklehnen und genießen. Oh nee, schon wieder Show? Nee, die gucke ich mir nicht mehr an, ist langweilig. Öde! Na, sag mal, spinnst du? Du hast doch immer sehr genossen, unsere Show zu gucken. Ja, aber heute nicht. Warum nicht? Ja, deine Frisur gefällt mir nicht. Die Frisur sieht aus. Hey, sag mal, Lilly. Das ist eine Frisur von Silvio Deutschland. Hey, also ich finde die gut. Sag mal, gefällt dir eigentlich irgendwas an unserer Show? Nö, ist langsam öde. Fängst jedes Mal mit dem Kaktus an. Jedes Mal erzählst du irgendwas über den Kaktus. Oh, der Kaktus sieht aber gut aus. Den muss ich bloß... Sag mal, jetzt reicht's aber, Lilly. Jetzt halte ich mal, ja, jetzt halte ich mal zurück. Ich meine, so viel Kritik habe ich ja lange nicht gehört. Ja, kannst du mal sehen. Du verträgst nämlich überhaupt keine Kritik. Was? Natürlich vertrage ich Kritik. Ich bin ein Schauspieler, das gehört zu meinem Berufsleben. Jetzt bild dir mal gar nicht so viel ein. Bild dir mal nicht ein, dass du das Theater, was hier sonst läuft, einfach so ersetzen kannst mit dieser zweitklassigen Late-Night-Show. Bläh. Also Lilly, jetzt reicht's mir. Ja, du brauchst dir gar nicht einbilden, bloß weil die im Erzgebirge jetzt auch eine Late-Night-Show machen. Was? Im Erzgebirge machen die jetzt auch eine Show? Ja, im Theater Annaberg Buchholz. Da läuft jetzt eine Late-Night-Show. Echt jetzt? Ja. Und sind die besser als wir? Tja, alle sind besser als du. Oh, nee, also Lilly, jetzt reicht's mir, ja? Du kommst jetzt in die Schublade und zwar die unterste. Okay, Ruhe bitte. Wir starten. Licht. Kamera? Ton? Okay, fertig. 5, 4, 3, 2. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 6. Folge der Machbarkeit Ihrer Theater-Late-Night-Show hier an den Uckermärkischen Bühnen. Ja, es gibt schöne Neuigkeiten zu verkünden. Ich komme gerade aus dem Hugo-Park-Café. Marcel, der Wirt, hat schon wieder geöffnet. Man kann draußen unter Sonnenschirmen sitzen, mit dem Blick auf die Hohenseitner Friedrichsthaler Wasserstraße einen wunderbaren Cocktail genießen. Das Leben geht sozusagen wieder los. Und eine zweite schöne Nachricht, meine Damen und Herren. Wolf Mietzkowski, unser Gast hier in der ersten Late-Night-Show-Folge, hat eine Spende übergeben. Und zwar André Nicke, einen Scheck von über 300 Euro. Denn sein Bier, das er kreiert hat, das tapfere Helferlein, hat viel Geld eingebracht und 5 Euro jedes Verkaufs gingen an die Uckermärkische Bühnen. Und zwar für freiberufliche Künstler, die eben nicht am Theater angestellt sind und durch Vorstellungsausfall Honorarverlust haben. Also Typen wie mich. Und ich freue mich ganz besonders. Danke, lieber Wolf Mietzkowski. Gruß an das Brauwerk. Ich werde nachher vorbeikommen, denn das ist die schöne Nachricht, meine Damen und Herren. Viele Gaststätten, unter anderem das Brauwerk und der Biergarten, haben mittlerweile wieder geöffnet. Also, das Leben geht so langsam wieder los. Apropos Leben losgehen. Jetzt werden wir mal Gerd Opitz in der Live-Schalte fragen, was letzte Woche in Schwedt und der Welt alles so passiert ist. Mit dem wöchentlichen Corona-Update. Los geht's! Lieber Gerd, gib uns doch mal ein Update. Was ist letzte Woche in Schwedt und der Welt alles so passiert? Ja. Eine kleine Sensation. Es sollte ein 300-Betten-Hotel werden. 4 Sterne. 20 bis 30 Millionen sollte es kosten. Es wird nichts. Der Hotelneubau ist geplatzt. Man weiß nicht genau warum, aber eins steht fest. Auch die Corona-Krise hat ihren Anteil daran. Die Stadt will sich Zeit nehmen für einen Neubau. Wir werden sehen, was wird. Seit ungefähr 3 Wochen ist der Landkreis Uckermark infektionsfrei. Ganz wenige Landkreise, die das sagen können. Und wir verdanken dies auch der Leiterin des Gesundheitsamtes, Frau Dr. Michaela Hoffmann. Sie leitet das Gesundheitsamt streng, aber gerecht und hat sich, wie man hört, nicht nur Freunde gemacht.
Aber auch die Disziplin der Bürger hat natürlich zu diesem Ergebnis beigetragen. So, seit Sonnabend herrscht Erleichterung im Krankenhaus. Die polnischen Kollegen können wieder kommen und arbeiten und brauchen keine Quarantäne zu befürchten. In dem Zusammenhang bin ich gebeten worden, von Seiten des Krankenhauses darauf hinzuweisen, die Bürger können ohne Furcht ins Krankenhaus kommen. Gehen Sie ins Krankenhaus, wenn Sie meinen, es ist nötig. Seit 4 Jahren, das ist bekannt, wir haben uns auch damit beschäftigt, will die Gemeinde Schöneberg nach Schwedt. Seit 4 Jahren blockiert das Amt Oder-Welsen unter Leitung von Amtsdirektor Krause dieses Vorhaben. Der letzte Streich von Herrn Krause ist nun folgender. Er fragt doch an, die Landrätin, Frau Dörck, fragt er also an, ob man nicht die Corona-Krise als Vorwand nehmen könnte, um sozusagen den Einwand oder das Bedürfnis der Gemeinde Schöneberg abzuschmettern. Abgeschmettert wurde seine Anfrage natürlich von der Landrätin. Wir sind gespannt, welche fadenscheinigen Gründe und Tricks Herr Krause sich noch ausdenken wird, um den Wunsch der Gemeinde Schöneberg zu verhindern. Wir werden sehen. Das war's von mir. Meine Damen und Herren, das Corona-Update von Gerd Hoppes. Ich freue mich jetzt gleich auf eine Live-Schalte mit unserem Ensemble-Mitglied Matthias Kusche. Doch bevor wir ins Gespräch kommen, zeigen wir mal ein kleines Filmchen über und von ihm. Mats ab. Clown kannst du werden. Diesen Satz meines Vaters habe ich bis heute im Ohr. Wenn er mich erwischt hat vor dem Spiegel. Wenn ich alles nachgespielt habe, was ich im Fernsehen gesehen hatte. Vor allem Sterbeszenen. Ich bin für mein Leben gerne gestorben. Und wer weiß, ohne diesen Satz wäre ich vielleicht nie Schauspieler geworden. Denn eins hat sich seit Kindertagen nicht verändert. Ich will spielen. Matthias Kusche, jetzt haben wir ein Gesicht, jetzt haben wir einen Ton und gleich haben wir auch eine Live-Schalte. Gerd, ich schalte mal Matthias, ja. Ich schalte mal Matthias dazu, dann können wir uns mal unterhalten und mal fragen, was er so in der heimischen Quarantäne so macht. Ja? Matthias, dreh dich mal ein, dass unsere schönen Zuschauer dich auch sehen. Du musst jetzt damit klarkommen, dass du mich jetzt nicht die ganze Zeit siehst. Ja? Ach, zu Schande. Aber so, warte mal. Ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Ding, wo ist denn die Kamera? Wo gucke ich denn in die Kamera jetzt? Jetzt sehe ich dein Auge. Oh, das ist aber toll. Ja, guck mal, oben. Ja. Meistens sind die Webkameras oben. Ich weiß nicht, was für ein Modell du hast. Gucke ich da in die Kamera jetzt? Ja, ganz perfekt. Ja, ganz perfekt. Sehr schön. Super. Also alle Bedingungen sind erfüllt. Wir haben auch gerade schon dein kleines Video gesehen, Matthias, in dem du vorgestellt hast. Da hast du es hingekriegt, immer in die Kamera zu gucken. Du bist Schauspieler, ne? Matthias, bevor wir ins Plaudern geraten, was ja ganz schön ist, sag mal, also, du bist auch in Zwangsquarantäne sozusagen, du darfst nicht arbeiten, das Theater ist immer noch zu. Wo bist du gerade? Wo hältst du dich auf und was machst du den ganzen Tag, du armer Hund? Ja, was mache ich den ganzen Tag? Also ich halte mich auf in der Wohnung in Berlin, da wo auch meine Frau wohnt und ich jetzt auch wieder. Insofern ist es ganz schön, dass wir jetzt hier in der Quarantäne zusammen sind und ich nicht in Schwedt hocke und sie in Berlin alleine. Wir sind gesund, das ist ja die Hauptsache. Vermisst du das Theater? Hast du Sehnsucht? Naja, natürlich vermisse ich das Theater, aber nicht nur das Theater, vor allen Dingen die Kollegen vermisse ich sehr. Ja. Ich bin ja jetzt ein Jahr oder ein knappes Jahr jetzt in Schwedt und habe ja die Kollegen kennen und lieben gelernt und plötzlich ist man wieder alleine und denkt so, wo sind sie denn alle? Alle in die Winde verstreut und alle zu Hause bei sich und jeder mit sich alleine und das ist natürlich irgendwie auf die Dauer dann schon merkwürdig, sehr merkwürdig. Mhm. Holst du dir Theater nach Hause? Streamst du jetzt ganz viel? Guckst du dir Stücke an? Das BE bietet, da habe ich heute nochmal gelesen, das BE bietet jetzt die Woche an, Mutter Courage aus den 50er Jahren noch mit Helene Weigel zu streamen. Wäre das was für dich? Ja, habe ich auch gelesen. Also ehrlich gesagt, mal reingucken tue ich gerne. Ich habe auch letztens mal reingeschaut in das ein oder andere, aber ich habe immer Schwierigkeiten,
Das ist im Fernsehen Theater sehen. Das ist irgendwie nicht so meins. Ich gucke, wenn ich dann in die Mattscheibe gucke, doch lieber Filme, ehrlich gesagt, weil mir auch die Atmosphäre fehlt dann in dem Haus. Ja. Und das ist so merkwürdig, also Theater im Fernsehen zu sehen. Ich bin schon natürlich lieber gerne dabei. Überhaupt eben diese Atmosphäre oder... dieselbe Luft zu atmen, du weißt ja, was ich meine. Also, man muss es riechen. Man muss es spüren, wie der Schauspieler schwitzt und dampft. Ja, und das ist das Unmittelbare, das fehlt uns allen jetzt. Gemeinsames Atmen, du weißt. Ja, so. Matthias, also jetzt kommen wir nochmal zum nächsten Punkt. Deine letzte Produktion hier am Hause kam ja nicht mehr ganz auf die Beine, also durfte nicht mehr Premiere feiern. Das war Antigone, richtig? Ihr musstet, wir haben schon mit Kasia darüber gesprochen und auch mit Dominik, eine Woche vor der Premiere pausieren quasi. Ja, bitter war das, bitter, sehr bitter. Du hast auch noch eine große Rolle, Kreon, warst quasi schon in den Startlöchern, es gab schon einen Tag der offenen Tür, da habt ihr schon Auszüge gezeigt, also eigentlich war alles fertig, ja? Eigentlich war soweit alles fertig. Ja. Wir haben am 13. Freitag, den 13. März, deswegen wird mir das immer in Erinnerung bleiben, die Abendprobe einfach mal aufgezeichnet, was sich jetzt im Nachhinein als ganz gut erwiesen hat, dass wir überhaupt, wenn wir wieder anfangen damit, wissen, wo wir denn stehen geblieben sind oder wo wir waren. Es war im Grunde genommen soweit, dass es zur Premiere raus musste. Und ich habe das wirklich wie so ein Coitus Interruptus empfunden, wenn du so 6 Wochen auch gerade mit so einer Rolle auf ein Ziel hinarbeitest. Und das war wirklich eine sehr schöne, sehr, sehr intensive Arbeit auch, wenn das dann kurz vorher einfach gekappt wird. Und das war also... Es hätte noch 2 Hauptproben gegeben, eine GP und dann wäre Premiere gewesen. Und das ist einfach nicht mehr dazu gekommen. Und das ist extrem schade gewesen. Wir haben dann alle am Freitag, den 20. März, wäre die Premiere gewesen, haben wir alle ein bisschen getrauert und uns so gegenseitig gewhatsappt und SMSen geschickt. Ja, jetzt wäre und du weißt und so. Ja. Und das war dann schon ganz schön traurig. Also man freut sich denn nicht, oh yippie, toll, jetzt ist frei, super. Im Gegenteil, es war wirklich eigentlich bitter. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Ich freue mich erstmal, dass wir uns im Juni wiedersehen zu Robinson Crusoe. Du wirst die Titelrolle spielen. Ja, so wie es aussieht. Lass den Bart bitte dran, das passt ganz gut. Wenn du mich nicht vorher noch umbesetzt. Na, bleib gesund, das ist die Hauptsache. Ja, davon hängt alles ab. Ne? Das ist auch für alle die Hauptsache. Richtig. Hauptsache gesund bleiben. Matthias, vielen Dank für das Gespräch. War nett mit dir zu plaudern. Wir sehen uns recht bald. Ich danke euch. Ja? Grüße nach Berlin. Und dann hoffentlich wieder mal demnächst live, also live und 3D dann ab 2. Juni. Jedenfalls. No? Genau. Alles klar. Ich freue mich sehr, Matthias. Liebe Grüße nach Berlin, ja, mein Lieber? Liebe Grüße nach Schwedt und bis dann und eine schöne Sendung noch. Dankeschön. Ja, ciao. Mach's ciao, gut, mein Lieber. Matthias, Tschüss. Kusse. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Das ist Frau Katrin Jong. Sie ist Pflegedienstleiterin hier im Cosana-Domizil in Schwedt. Also aus einem systemrelevanten Beruf, wie wir in den letzten Sendungen auch gelernt haben. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo. Frau Jong, bevor wir ins Gespräch kommen, gibt es bei uns das obligatorische rasante Interview. Ich stelle Ihnen 10 Fragen und Sie antworten spontan und entscheiden sich für einen der beiden Begriffe. Ja? Beginnen wir mal. Trommelwirbel, Gerd Opitz. Ja. Ja, machst du wieder Trommelwirbel? Jawohl. Das rasante Interview mit Katrin Jong. Erstens, trocken oder lieblich? Trocken.
Großstadt oder Landleben? Landleben. Frühstücksfernsehen oder Late-Night-Show? Late-Night. Helfen oder helfen lassen? Helfen. Konfetti oder Luftschlangen? Luftschlangen. Einzelgänger oder Teamwork? Teamwork. Job oder Berufung? Berufung. Systemrelevant oder nicht? Systemrelevant. Besser reden oder zuhören? Zuhören. Einmalige Prämie oder höheres Grundgehalt? Höheres Grundgehalt. Tag der Arbeit oder Tag der Pflege? Tag der Pflege. Corona, machbar oder nicht? Machbar. Dankeschön. Das rasante Interview mit Katrin Jung. Frau Jung, letzte Woche am 12. Mai war der internationale Tag der Pflege. Wie haben Sie den Tag verbracht? Auf Arbeit. War ein ganz normaler Tag. Also es ist ja kein Feiertag. Es ist ein ganz normaler Tag für uns. Mhm. Ja. Sie sind Pflegedienstleiterin, das heißt, Sie haben ein Büro sozusagen, ja, und haben ein Team unter sich, genau, das arbeitet. Wie stark ist das Team? Ich habe 60 Mitarbeiter in der Pflege und in der Betreuung. Wir sind dafür zuständig, bis zu 108 Bewohner pflegerisch zu versorgen und auch die Betreuung, also dass sie beschäftigt sind, zu organisieren. Jetzt mal, ich sag mal, dieser Tag der Pflege hat natürlich auch eine besondere mediale Aufmerksamkeit bekommen, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Auch der Landtag in Brandenburg hat ja beschlossen letzte Woche, dass Pflegekräfte für ihren Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus eine Prämie bekommen sollen. 1.500 Euro. Freuen Sie sich darüber? Jein. Also es ist schon mal eine kleine Anerkennung. Ich finde aber, wir haben in der Pflege das große Problem, dass wir nicht großartig organisiert sind. Das heißt, wir müssten durch die Politik viel mehr Unterstützung bekommen. Es müsste einen viel höheren Mindestlohn geben, sodass man da die Arbeitgeber, die auch im privaten Bereich tätig sind, dazu bringt, viel mehr Geld. Also die Prämie wäre sozusagen so ein Tropfen auf den heißen Stein. Genau. Als Fachkraft, was ist denn so mein Einstiegsgehalt, wenn ich anfange? Es kommt immer auch darauf an, bei welchem Arbeitgeber man landet. Mhm. Also wir könnten so bis 2.400 Euro bei 40 Stunden. Bei 40 Stunden, nonstop eigentlich? Genau, 7 Tage die Woche, 24 Stunden Schichtdienst, genau. Ja. Wie war denn jetzt die Situation? Wie war die Belastung Ihrer Kollegen? War das anders? Ich denke, die psychische Belastung war extrem hoch, weil man halt diese Angst vor dem Virus. Also wenn ich ein Virus im Haus habe, wenn sich ein Bewohner damit infiziert, wissen wir alle, dass es relativ schnell geht, dass es im Haus sich verbreitet. Weil wir haben demenziell erkrankte Bewohner, die man nicht dazu bringt, in ihrem Zimmer zu bleiben, sondern die laufen eben rum. Und da ist halt die Psyche relativ groß. Wenn man dann einen Bewohner hat, wo ein Test gemacht wird, dann ist es so, dass man wirklich Angst hat, dass der positiv ist. Und das, denke ich, ist das Schlimme. Körperlich schlimm ist, finde ich, dass man 8 Stunden am Tag wirklich mit dem Mund-Nasen-Schutz rumläuft und auch wirklich körperlich anstrengende Arbeit macht. Ne? Die müssen ja lagern, Bewohner aus dem Bett heben, schwer tragen, so diese Sachen. Das ist körperlich anstrengend, das kommt mit dazu, ja. Apropos Maske, war denn immer genug Schutzkleidung vorhanden? Nein, am Anfang nicht. Also wir mussten selber nähen. Selber nähen? Wir haben dann auch unsere Wäscherei mit involviert, die selber genäht haben. Ja, man ist einfach nicht mehr. Man kann ja sonst gar nicht arbeiten. Also es ist auch nicht so, dass ich wirklich sparsam haushalte damit, sondern man hat ja sowas sowieso immer da, weil man immer mal wieder mit irgendwelchen multiresistenten Erregern zu tun hat im Pflegeheim, wo man sich ja auch schützen muss. Aber auch diese Vorräte sind dann irgendwann knapp geworden und man konnte sie nachbestellen. Das ist ja so ein bisschen Ihr Aufgabenbereich, genau, natürlich auch, ne, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter geschützt werden, richtig, aber auch die Bewohner, ja, quasi. Sie sagten, man hatte Angst vor dem Virus. Ja. Wie sind Sie mit dieser Angst umgegangen? Ganz viele Gespräche. Also man musste mit den Mitarbeitern viel sprechen. Das hat auch viel gebracht, glaube ich. Jeder von den Mitarbeitern hat ja auch jemanden in der Familie, der Risikopatient ist. Die Mitarbeiter selber sind auch nicht mehr die Jüngsten, die dann dazu zu den Risikopatienten zählen. Da hilft eigentlich nur reden und zu zeigen, wir sind organisiert, wir helfen euch hier, wir sorgen dafür, dass ihr Schutzausrüstung habt, so solche Sachen. Es gab ja dann irgendwann auch ein Besuchsverbot. Wie war das? Wie ging es den Bewohnern damit? Also ich muss sagen, wir hatten es schon vorher ausgerufen bei uns in der Einrichtung, weil es uns einfach zu heiß wurde, die Situation in Schwedt. Es war nicht mehr so richtig kontrollierbar, wer jetzt wie angesteckt ist. Deswegen haben wir das vorher schon ausgerufen.
Wir haben die Möglichkeit geschaffen, oder Corsana hat die Möglichkeit geschaffen, mit Tablets mit den Angehörigen zu kommunizieren. Ah ja, okay. Wir hatten auch die Angehörigen wirklich persönlich angerufen und darüber informiert, dass wir das so machen, und dass die haben das größtenteils verstanden. Auch die Bewohner haben es verstanden. Es gibt immer so 2, 3, die damit ein Problem haben, aber also das mit dem Tablet ist bemerkenswerterweise gut angenommen worden, trotz der Altersstruktur, die man so hat, aber es lief gut. Also sitzen Sie da quasi und genau. Skypen, wie wir jetzt mit Gerd Opitz hier gerade. Genau. Ja, weil es gab ja die verrücktesten Dinge. In Deutschland habe ich gesehen, eine Kranverleihfirma hat Hubwagen vorm Altersheim aufgestellt und ist mit den Angehörigen sozusagen vor dem Balkon gefahren, natürlich mit sicherem Abstand, aber um ein Gespräch zu ermöglichen. Ja. Da gab es so verrückte... Ja, so Sachen wie Fenstern oder sowas. Ja, oder genau. Musik unterm Fenster, gab es sowas? Gab es auch, ja. Ja? Auch. Konzerte haben Sie gemacht? Oder? So Teile vom Landespolizeiorchester waren da letzte Woche. Dann hatten wir von der Musikschule, von der Big Band teilweise welche da, die unten im Hof Musik gemacht haben. Und wie nehmen das die Bewohner an? Die nehmen es gut an, aber es fehlt halt so dieses wirkliche Zusammensitzen. Also es ist ja nicht so, dass wir nichts machen. Es wird ja pro Monat, findet immer eine große Veranstaltung statt, wo dann auch immer irgendein Künstler auftritt und Musik macht. Es fehlt halt das Tanzen zusammen und das Zusammensitzen und das Klönen. Das ist halt irgendwie, ist nur eine halbe Sache. Mhm. Ne? Wie geht es jetzt den Besuchern? Jetzt darf man wieder besuchen? Unter ganz strengen Vorschriften. Mhm. Es ist im Prinzip, ich sag mal, es ist wie ein Knastbesuch eigentlich bei uns. Ja. Es ist so organisiert, dass wirklich nur ein fester Angehöriger kommen darf zu Besuch, um halt auch da die Kontakte möglichst einzuschränken und nachvollziehbar zu machen. Die müssen Mund-Nasenschutz tragen, die dürfen den Bewohner halt auch nicht berühren. Das ist, wenn ich meine Mutter besuchen würde im Altenheim, möchte ich so umarmen dann und mal guten Tag sagen, ist alles einfach nicht drin. Und das erfolgt unter Aufsicht. Also es ist wirklich beobachteter Besuch unter Aufsicht. Also gibt es auch eine Scheibe, wenn Sie sagen? Eine Scheibe haben wir nicht. Ja, nee. Aber es muss auf Abstand geachtet werden und so weiter. Und nur regelmäßiger Besuch, also höchstens eine Stunde pro Woche. Eine Stunde pro Woche. Naja, jeder möchte einen Besuch haben und deswegen muss man halt so Zeitfenster schaffen. Können Sie irgendwann wieder regulären Besuchsverkehr zulassen? Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass solange wir keine Impfung haben, da auch nicht viel passieren wird. Gerade im Pflegeheim und ich denke auch in den Krankenhäusern wird es weiter so bleiben, dass wir diese besonderen Vorkehrungen haben müssen. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich bin nicht krank, bin nicht gesund. Ich bin blessiert und fett, kein Wund. Ich weiß nicht, wie mir ist. 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 Ich reise gern aufs Land hinaus und blieb auch gern daheim zu Haus. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich weiß nicht, wie mir ist. Zuletzt hab ich den Doktor gesagt, der hat's mir ins Gesicht gesagt. Einer bist du gewiss, jetzt weiß ich, wie mir ist. Ooh, yeah.
Ja, kommen wir nochmal zum Pflegeberuf im Allgemeinen. Jetzt gelten Sie als systemrelevant. Ja, waren wir ja vorher nicht. Waren Sie vorher nicht? Nein. Ja, also ganz plötzlich kam das. Hat Sie das überrascht? Ja, weil es niemanden interessiert hat. Ne? Also wenn Pflege mal laut wurde und gesagt hat, wir können nicht mehr, wir brauchen mehr Personal, wir kriegen keine Fachkräfte mehr ran, dann wurde das immer so ein bisschen, war mal eine kurze Schlagzeile und dann war es vorbei. Glauben Sie, dass das jetzt durch diese Situation besser wird? Nee. Dass man achtsamer wird Ihrem Berufsstand gegenüber? Nicht. Ich glaube, dass wenn sich das beruhigt hat mit dem Virus, wird es ganz langsam und seicht im Sande verlaufen. Was wünschen Sie sich denn? Dass es nicht so passiert, dass halt weiter darüber geredet wird, dass Pflege eine Stimme bekommt, das ist das Problem, das haben wir nicht. Ne, also ich habe ganz böse diesen Vergleich mal angestrebt, als wir die Sache mit dem Coronavirus hatten. Wann streiken denn Flugbegleiter und Piloten in der Sommerzeit, in der Ferienzeit? Ja, stellen wir uns mal vor, Ärzte und Krankenschwestern, Pfleger wären jetzt auf die Straße gegangen, als das angefangen hat. Passiert was passiert. Ja. Ist ja gar nicht gegangen, ne? Genau. Theoretisch. Also bei einer 7-Tage-Woche, die Leute bleiben ja trotzdem dort und müssen versorgt werden. Ja. Ja? Was wären denn zum Beispiel bessere Arbeitsbedingungen, die man jetzt fordert? Ist eine 7-Tage-Woche vertretbar? Muss ja. Also die wird weiterhin sein. Es geht halt darum, dass ich einen sicheren Dienstplan habe, dass ich sagen kann, okay, ich habe wirklich nächste Woche Mittwoch frei oder ich habe dieses Wochenende frei und ich habe nächstes Wochenende frei und das bleibt dann auch frei. Also brauche ich mehr Personal. Mehr Personal, da fehlt es. Ja. An Ausbildung auch schon? Gibt es genug Menschen, die diese Ausbildung machen wollen? Oder fehlen die Anreize, weil man so wenig verdient? Genau, fehlen die Anreize. Und es ist halt ein Beruf, der, so wie wir am Anfang schon gesagt haben, eine Berufung ist. Ne? Also es ist nicht, ich mache das nicht, um zu reisen, wie halt eine Stewardess, sondern ich mache das, weil ich Menschen helfen will. Ja. Und dieser Gedanke geht irgendwie verloren. Das ist leider so. Irgendwie. Aber was ist das, was Sie erfüllt, wo Sie sagen, deshalb mache ich das? Gibt es da was, so Momente? Die Dankbarkeit der Bewohner. Dankbarkeit. Wenn man 5 Minuten Zeit hat, um mit ihnen zu reden zum Beispiel. Oder wenn es der Mitarbeiter schafft, weil ja schon monatelang kein Friseur da war, der Bewohnerin die Haare zu machen zum Beispiel. Und dann so dieses Dankeschön, das man dafür bekommt. Das heißt, die Zeit müssen Sie sich eigentlich nehmen, weil Sie die eigentlich gar nicht haben. Genau. Na? Meine Damen und Herren, jetzt sind wir wieder bei unserer Rubrik Die Schweter Zukunftsmusik. Wir werfen einen Blick in die Zukunft. Unser Gast sieht jetzt eine Vision über dieser Zauberkugel und ist unser Medium, Frau Jung. Ich bitte Sie jetzt, Ihre Hand über unsere phantasmagorische Blase zu setzen und beschreiben Sie doch mal, wie sieht Schwed in 100 Tagen aus? Was hat sich für Ihren Berufsstand verändert? Was sehen Sie? Was wünschen Sie sich? Die Prämie ist gezahlt worden an alle Pflegekräfte. Das Gehalt ist erhöht worden. Die Politiker haben verstanden, dass Pflege notwendig ist und systemrelevant, nicht nur in Corona-Zeiten. Und der Pflegeschlüssel ist erhöht worden. Jawohl. Das ist Wunsch und Forderung, der wir uns gerne anschließen, Frau Jung. Vielen Dank. Die Schweter Zukunftsmusik, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir am Ende unserer Show angekommen. Ich bitte jetzt mal um das Gästefazit. Frau Jung, wir fangen mit Ihnen an. Sie ergänzen einfach den Satz, den ich Ihnen jetzt vorgebe. Denk ich an Corona in der Nacht? Bin ich um den Schlaf gebracht. Nach wie vor? Ja. Ja. Gerd? Ja. Mit Frau Katrin Jung würde ich gerne mal. Zusammen. Etwas Unterhaltung für die älteren Gäste bereiten. Gerd, ist das ein Angebot? Das ist ein Angebot. Frau Jung, das müssen wir gleich machen. Wenn ich wieder hin darf, mache ich das. Also, sobald du wieder rein darfst, machst du ein kleines Kulturprogramm. Meine Damen und Herren, das ist jetzt in Stein gemeißelt, Frau Jung. Sehr schön. Wir können uns nicht die Hand schütteln, aber das ist jetzt, du hast es gesagt, öffentlich und so wird es auch sein. Was wirst du machen? Singen, tanzen, lesen? Ja, du kennst meine Fähigkeiten. Also alles zusammen. Alles zusammen. Das ist schön. Also ja, darauf kommen wir zurück. Ich werde das überprüfen, Gerd, ob du das machst, ja? Das ist doch schön. Ja, kannst du. Gut. Frau Jung, wenn das alles vorbei ist, werde ich als erstes endlich wieder schön in Urlaub fahren.
und sich erholen. Ja. Frau Jung, wir haben Sie eingeladen, weil wir das Motto haben, in dieser Show sozusagen mit Menschen aus systemrelevanten Berufen zu sprechen und mal zu wissen, wie sie mit dieser Krisensituation umgehen. Mhm. Und ja, wir haben einen kleinen Einblick gewonnen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie endlich die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit bekommen, die dieser Berufsstand verdient hat. Danke. Vielen Dank, dass Sie hier waren. So, meine Damen und Herren, in jeder halbwegs seriösen Late-Night-Show gibt es natürlich wieder etwas zu gewinnen. Nämlich, wie immer, meine Damen und Herren, unsere Machbar-Tasse mit dem wunderbaren Aufkleber fürs Auto, für die Simson, für den Wohnwagen, für den Geschirrspüler. Oder hier unser umweltbewusster, klimabewusster Machbar-Beutel, mit dem Sie sich in Schwedt und der Welt überall durchaus sehen lassen können. Wir haben Sie gefragt, meine Damen und Herren, in unserem letzten Gewinnspiel, welcher Song wird in jeder Machbar-Live-Show anfangs und zum Ende gespielt? Ist es erstens Highway to Hell von AC/DC? Ist es Willkommen aus Cabaret? Ist es Happy von Pharrell Williams? Oder ist es Let Me Entertain You von Robbie Williams gewesen? Meine Damen und Herren, und wir haben viel Post bekommen. Oh, ja, oh. Wahnsinn! Ich bin selbst erstaunt, es wird irgendwie immer mehr. Gerd, du übernimmst mal kurz die Moderation, ich sammle wieder auf, ja? Ja, ja, ich mache den Hintergrund, ja? Ja, bitte. Gib alles. Es geht schon los, ja? Leg los. Ja. Spannung, Spannung, Spannung. Oh, das war Spannung. Oh, das war das Kabel. So, sind wir noch online? Ich bin übers Kabel gefahren. So. Wieder, wieder. Oh. Und Spannung, Ziehung. Es wird immer mehr. Mach Musik jetzt, Achtung. Spannende ja, Musik. Das war wieder der Höhepunkt von Gerd Opitz, meine Damen und Herren. Jetzt weiß meine Hand, was sie ziehen muss, nämlich diesen Knäuel. Und jetzt schauen wir doch mal, erstens, ob die Lösung stimmt und zweitens, wer sie uns geschrieben hat. Hier steht, liebe Macher der Machbar, die Antwort lautet natürlich Let Me Entertain You. Weiter so und viele Grüße von Rico Lissner ist der Gewinner, meine Damen und Herren. Rico, du hast gewonnen. Machbar Tasche, Machbar Aufkleber und Machbar Beutel. Herzlichen Glückwunsch und alle anderen, jawohl. Danke, Gerd, danke. Und alle anderen, bitte seien Sie nicht traurig, bleiben Sie uns treu, schreiben Sie weiterhin, denn wir haben eine neue Frage für Sie vorbereitet. Nächtelang haben wir uns wieder den Kopf zerbrochen. Was ist nicht zu schwer, was ist nicht zu leicht, was ist machbar? Und Folgendes hat sich ergeben. Meine Damen und Herren, welche Rolle übernimmt Schauspieler Matthias Kusche, wir haben ihn vorhin kennengelernt, im Kinderstück Robinson Crusoe? Ist es? Ist es erstens Freitag? Ist es zweitens die sprechende Palme? Ist es drittens die Titelrolle Robinson Crusoe? Oder ist es viertens der Pirat Fletcher? Meine Damen und Herren, Ihre Zuschriften bitte wie immer an uns post@machbar.show. Und jetzt, lieber Gerd. Ja. Wir haben noch eine ganz besondere Botschaft bekommen, eine Videobotschaft, nämlich von Jeff und Luise. 88 ist da, 94 ist auch da, 3, oh, oh, was denn, die 3 fehlt. Die 3 fehlt, ja. Welche 3? Na, die von meiner Klopapiersammlung. Du hast eine Klopapiersammlung. Naja, guck, 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 guck. Hä? Steht da Daniel? Welcher Daniel? Der vom Machbar-Team. Der vom Machbar-Team. Hm, was willst du von dem Daniel? Lieber Daniel, kannst du mir bitte helfen? Wobei soll er dir helfen? Kennst du Toilettenpapiersammler? Ja, die Nummern 3, 694. Und 85 hat eben. Wieso? Dann wäre meine Toilettenpapiersammlung komplett. Schöne Grüße an euch alle.
Lieber Jeff, vielen Dank für deine Nachricht, die wir erhalten haben. Wir können deinem Wunsch nachkommen, denn wir haben alle Klopapiersammelkarten. Hier, das ist die 85, die 3 und die 649. Nur für dich, die haben wir aufgehoben, weil eigentlich haben wir kein Klopapier mehr. Denn seit dem Theater alle auf Kurzarbeit sind, sind auch die Heizer nicht mehr da. Da habe ich mir überlegt, mache ich im Foyer ein kleines Feuer mit sämtlichen Klopapiervorräten. Ist richtig gut geworden. Jetzt wird es nämlich auch schon wärmer im Studio. Komischerweise ist es jetzt ein bisschen stickig geworden. Naja, und komischerweise kommt jetzt auch die Feuerwehr zu Besuch. Die hätten sich ja wenigstens mal anmelden können. Also gut, Jeff, ich muss mal los zu den Jungs, die mit der Feuerwehr kommen. Ich lade dich hiermit ein zu einer Machbar-Live-Show. Dann können wir uns mal gemeinsam Verschwörungstheorien ausdenken. Das macht doch heutzutage jeder. Also gut, Jeff, bis dann. Ich muss mal los. Tschüss. Also wieso die Feuerwehrleute so ein Terz machen? Oh Gott. Was habt ihr denn genommen? Daniel, was habt ihr denn genommen? Drogen. Ah ja. Machbar Leid geht in die finale Runde. Heute war die vorletzte Show. Ja, sag mal, wie gefällt's dir denn? Ja, seriös. Seriös. So moderatormäßig. Und kein Quatsch diesmal, ne? Kein Quatsch diesmal. Ja, ja. Denk an den Abstand, Juliane, denk an den Abstand. Ja, 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 kein Quatsch. Kamera. Jetzt habe ich's ausgemacht. Ja? Da ist er. Ja. Und zwei Varianten. Ja, ja. Du bist ja Schauspieler. Ja. Wir haben jetzt die Aufgabe zu verkünden, dass das die vorletzte Folge ist. Ja? Ja. Das ist ganz frisch, ne? Das hast du neu gemacht, oder? Weißt du? Wir hören auf. Wir hören auf. Juhu, wir haben es geschafft. Sommer ohne Machbar ist ein Sommer ohne Sonne. Ja. Aber die Hoffnung zuletzt. Die Hoffnung zuletzt. Hat sie gestottert? War alle zu verstehen? Perfekt, Gerd. Selbe Stelle, selbe Welle. Auf Wiedersehen. Ciao. Oh, oh, oh. Schlilli, was machst du denn noch hier? Komm, das ist Feueralarm, wir müssen raus. Komm mit. Oh, vorsichtig. Ja, komm. Alle schon draußen.